Wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video Dark Souls auf diesem Kanal. Wir haben in den letzten Folgen ein paar Sachen versucht. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, geht die nachholen, kommt dann wieder und dann machen wir hier direkt weiter, wo wir das letzte Mal nämlich aufgehört haben. Wir haben nämlich Hardcore von Ornstein und Smoke aufs Maul gekriegt. Wir haben von Lautrec aufs Maul gekriegt. Generell von Leuten aufs Maul gekriegt. Solaire war keine gute Hilfe. Sorry, Bay. Ich habe Wasser hier stehen. Ihr holt euch jetzt Wasser. Guckt die alten Folgen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann überlegen wir, was wir jetzt machen. Weil ich habe ein paar Kommentare gekriegt von euch mit Überlegungen, was wir stattdessen jetzt machen können, außer Ornstein und Smoke. Wir haben zwar die Warp-Fähigkeit noch nicht. Unser Moveset mit dem Claymore ist auch ein bisschen wonky, aber wir behalten das jetzt erstmal. Werden das noch aufbessern. Werden dementsprechend noch auf unsere Attribute leveln. Das ist so der Plan. Der Plan für heute ist, Anor Londo wieder zu verlassen. in das Undead Asylum zu gehen. Und da die Puppe zu kriegen, die wir brauchen, um in das Gemälde von Artorias oder sowas zu gehen. Macht das Sinn? Satzbau ist mein Hobby. Ja. So, wir machen ziemlich gut Schaden mit dem Claymore. Meine Lautstärke ist zu hoch, weil ich mich sonst selber sehr schlecht höre. Und dann schrei ich rum und dann ist alles Cake. Was mache ich gerade? Hier einfach instant AFK. Wie komme ich denn da wieder raus? Ich muss da wieder hoch. Und dann laufen wir beim Dingens lang, ne? Beim Schmied. Okay, was war das? Ich habe das Gefühl, das Spiel will mich heute ein bisschen auf die Arme nehmen. Aber okay. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen leveln. Untoten Asylum. Normalerweise ist es halt irgendwie in Storylines so, dass man nicht verrät, was der Plan ist. Also wenn man jetzt Geschichten schreibt, sollte man es vermeiden, den Plan laut aufzusprechen, außer der Plan wird fehlschlagen. Aber wenn er so stattfinden soll, spricht man ihn halt vorher nicht aus. Also das ist so ein kleiner Trick, um den Spannungsbogen halt hochzuhalten. Habe ich gerade selber nicht beachtet. Hi. Hey girls, what you doing? I'm just trespassing, without consent. Wieder was gelernt für jeden da draußen, der vorhat, seine eigene Geschichte zu schreiben. Merkt euch das. Worldbuilding mit Arlin, Storybuilding mit Arlin. ich wollte noch irgendwas. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, Sachen rauszusuchen, die wir auf dem Weg zurück irgendwie, mit denen ich euch unterhalten kann. Aber es ist ein bisschen wie in der Schule gewesen, damals bei mir. Ich habe mich für nichts vorbereitet. Deswegen wäre ich auch eine grandiose Lehrerin geworden, hätte ich ein Lehramtsstudium begonnen. Für Englisch und Philosophie, was ich als Leistungskurs hatte. Hätte ich jedes Mal improvisieren müssen? Ja. Hätten meine Schüler irgendwas gelernt? Nein. Überhaupt nicht. Außer, wie es ist, sich Sachen selbst zu erarbeiten.
um im Abi eine gute Chance zu haben. So. Wo müssen wir lang? Da hoch. Bin ich schneller, wenn ich das weglege? Es sieht zumindest aus, als hätte ich einen breiteren Booty. Good for us, I guess. So. Ich wünschte, ich könnte gleichzeitig. Ich wünschte, ich hätte noch eine dritte Hand, damit ich. Oh, hi, Kumpel. Take me with you. Kann ich das überspringen? Ja. Sands Fortress. Ist da hinten eigentlich irgendwas von Bedeutung? Nicht wirklich. Okay. Das ist so merkwürdig, jetzt hier so lang zu laufen und nichts attackiert mich jetzt direkt. So. Muss ich denn nochmal? Oh, an dich habe ich gar nicht gedacht. Das ist nicht der richtige Weg. Ich muss schon auch da lang. Scheiß auf Schilde. Wer braucht Schilde? Was für zum Schilde? Wie komme ich denn jetzt nochmal zu diesem dämlichen Käfig? Kann ich in den anderen einsteigen? Bitte sag mir, ich kann in den anderen einsteigen. Okay, gut. Fuck. Okay. Na, wenn das mal nicht der Fehlschlag meines Plans ist. Cool. Okay, wie kommen wir hier denn wieder raus? Wir sind doch letztes Mal, als wir hier sowas gehabt haben, sind wir doch gestorben. Love it. Okay. Ah ja, gut. Das war einfacher als gedacht. Wir setzen uns hier ans Leuchtfeuer. Nur übergangsweise und werden dann jetzt zum Feuerbandschrein laufen und dann versuchen zu. S Ist das Snuggly, die Krähe? Dahin zu kommen und uns auf jeden Fall rübertragen zu lassen. So. Bye, Bitches. Bye. Okay. Jedes Mal. So, hier ist auch irgendwo das Fernglas. Große Seele. Cool. Oh, okay. Backstep. Nice. Mag ich. Große Seele.
Ich bin nicht gestresst, ihr seid gestresst, ich bin nicht gestresst. Ach, die ist tot. Scheiße. Hä? Was machst du denn hier? Ja. Okay. Rick! Scheiße! Ich hab mich in eine vollkommen prekäre Lage hier versetzt. Scheiße. Ja, geht. Haut ab. Tschö. Mir wurde auch gesagt, ich soll in die Katakomben gehen, aber ich habe noch Willen zu leben. und ich weiß jetzt schon einfach, dass die Katakomben mich, glaube ich, komplett brechen werden vom Environment her. Ach, du bist der. Okay. As promised, I'm afraid that you are unable to learn so the basic framework, you see. It cannot be taught. Oh, do not fret. Life isn't all about. Don't frown with regret. Okay. Cool. Alle anderen wollen mir irgendwie immer Magie andrehen. Er hier nicht. Ich muss nachdenken. Ich muss zurück zum Aufzug. Der ist auch noch da. So. Guys. And girls, hoffentlich. Hi, ladies. Das für euch, ladies. Oh, yeah. Findet ihr mich jetzt cool und mysteriös und komplex? Haben wir das hier schon gemacht? Nein, haben wir nicht, sonst würde das jetzt direkt gehen. Ja, und sonst so, das Wetter ist schön, ha? Huh? Ist ein bisschen kalt, ein bisschen frisch für die Jahreszeit. Ein bisschen wolkig, aber die Sonne kommt jetzt wieder häufiger raus. Man fühlt den Frühling in der Luft, Freunde, ja? Dann sind wieder alle Leute daran rauszugehen, außer ich. Ich lieg halt gerne einfach nur unter der Decke und schlaf. Rausgehen ist was für Leute mit Lebenswillen. Was? Okay. Cool. Cool. Ja. Cool. Okay, man merkt, ich habe überhaupt gar nichts vorbereitet. Improvisieren konnte ich auch mal besser. Aber jetzt können wir hier ein bisschen schnetzeln. Ich bin hier schon mal durchgelaufen. Bye, bitch. Bye, bitch. Bye, bitch. And bye, bitch. Okay. So, hier ist das Nest. Ist das Snuggly? Irgendwer ist Snuggly. Snuggly Buggledy Boo. Bibidi Bubbidi Boo. Lasst mich nachdenken. Wenn ich da drüber laufe, bricht auch der Boden ein, richtig? Bye, bitch. Bye, bitch.
So. Natürlich könnten wir uns jetzt hier hinsetzen. Das würde wahrscheinlich sogar Sinn machen. Dann muss ich jetzt nachdenken. Hier rüber kommen. Wie haben wir Oscar getötet? Ja, ne? Was? Wieso haben wir den nicht getötet? Können wir nicht drüber reden, Oskar? Hm? Können wir nicht drüber reden? Komm, wir waren doch Freunde. Du hast mich gerettet. Gerettet, gerettet, tettet. Ein Fels, ein Fels. When in doubt, einfach SpongeBob-Zitate ballern. Das geht immer. That's what you get for being nasty. Wappenschild, okay. Cool. Ich habe gedacht, ich kriege ein bisschen mehr. Aber wir haben das Graswappenschild und ich glaube, das ist ein bisschen besser. Alright. Jetzt kommen ein paar Black Knights. Die ich immer hier hinschieße. Black oder Silver Knights, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Hello. It's me. Aber wo waren die jetzt mal lore-technisch erklärt? Seitdem wir hier abgehauen sind, entkommen sind, sozusagen, hat sich ja doch schon einiges verändert. Aber wofür sind diese Knights da? Also klar zum Bewachen und sowas. Offensichtlich. Aber wer schickt die denn jetzt noch los? Oder agieren die alleine und denken sich einfach, nee, ich muss jetzt das Gefängnis hier. Ach komm. Ja, das war scheiße von mir. Also, wenn ihr da irgendwie was wisst über die Knights, dann lasst mich das gerne wissen, weil das interessiert mich. Und das habe ich jetzt auch nicht nachgelesen. Ich habe nachgelesen, wo es die Puppe gibt. Weil ich das nicht mehr wusste. So. Wasser. Feuer. Erde. Luft. Ha. Hä? Was? Double Whammy. So, muss ich dann hier runter? Und da ist noch einer. Hi. Es sind hier noch gefangen gewesen, dass dann auf einmal jetzt noch ein Toter. Für die Kameraführung entschuldige ich mich nicht, weil ich habe das Spiel nicht programmiert, aber mir ist vollkommen klar, dass man es auch ein bisschen
besser hätte regeln können. Aber naja, was soll ich machen? Was soll ich machen, Leute? Fuck. Vielleicht besser aufpassen, das könnte ich machen. Gut, okay, ihr braucht mich nicht anschreien. Ich hab's krallt. Cool. Habe ich schon mal gesagt, dass ich dieses Spiel liebe? Und Wasser in dem Spiel übrigens auch. Sehr stark. Es macht immer so schöne Splash-Geräusche, die sehr cool sind. Ich lieb's. Step. Oh, Step. Oh, fuck, wir sind im Wasser. Okay. Das war's mit deiner Achillesferse. Er kam zu spät. Das war ein Joke. Der kam zu spät. Okay. Das letzte Mal hatte ich nicht so Probleme damit. Bin ich ehrlich. Hey, ich bin's nochmal. Weißt du, ich bin der Meinung, wir könnten auch darüber reden. Okay. Unhöflich, aber gut. Ich sehe nichts. Ich weiß auch nicht, warum der Gang hier so schmal sein muss, aber okay. Ist ein Stilmittel. Kann man benutzen. Muss man mitleben, wenn man es scheiße findet. Ja, du bist ein Hurensohn. Dieses verkackte Wasser, ey. So. So, meinst du nicht, ist es jetzt Zeit, mal zu sterben? Also für dich, nicht für mich. So ungefähr. Guter. Warum geben die mir noch nicht mal geilen Scheiß? Nein, es sind rote Brocken. Rote Brocken, Brocken. Aber okay. Merkwürdige Puppe. Dafür alleine bin ich hier zurückgekommen. Und zweimal gestorben. Für eine Puppe, wo der ich wahrscheinlich
Angst hätte, wenn ich sie im echten Leben sehen würde. Weil Puppen fucking gruselig sind. So. Machen wir den Asylum Demon? Ach, schon wieder. Machen wir den Asylum Demon? Ach, scheiße. Ich habe 6 Estos. Ich bin so dumm. Oh, fuck. Hat doch gut funktioniert, so. Also, generell. Jesus. Okay, ich weiß nicht, was irgendwie mit mir los ist in letzter Zeit, dass ich so träge spiele. Ich meine, ich hatte relativ viel... Hallo? Stress irgendwie in letzter Zeit. Und dazu kommt, dass ich mir noch ein paar Gedanken gemacht habe, so mit wie es hier so weitergehen soll auf YouTube und generell irgendwie so meine Projekte, die ich so verfolgen möchte. Im Sinne von, okay, wie kann ich mich selbst irgendwie optimieren. Okay, merkwürdiges Geräusch. Wenn wir einmal... Upa. Hier sind, können wir auch direkt... You. Give me warm. Give me soft. Okay. Dafür müssen wir uns aber ausloggen und das machen wir jetzt nicht. Wir gehen einfach wieder zurück und dann gucken wir, was das bei André kostet mit dem Aufwerten. Aber ich war gerade dabei, irgendwie zu sagen, weswegen ich so ein bisschen das ist auch hier ein Stresspunkt. Ganz klar. Eingesammelt. Hingelegt. Okay. Überspringen. Da hätte ich drüber springen müssen. Okay. Scheiße. Im Ernst? So eine dumme Kacke, ey. Hey, Kumpel, wer der Name Womp? Wham, bam, shang-a-lang, and a sha-la-la-la-la-la-ding. Okay, nachdenken. Wieder zu André. Aufleveln. Darüber reden, wie gestresst ich bin.
Also offensichtlich gibt es immer Leute, die gestresster sind als, ich. Aber manchmal bin ich dann doch wieder verwundert über was für eine Scheiße ich dann stolper, die mich, also so Kleinigkeiten, die sich dann läppern und die mich dann stressen. Und das verblüfft mich immer wieder. Weil ich das, also mein Körper hat Stressreaktionen. Ich empfinde das aber nicht als stressig in den Situationen. Und danach erst denke ich mir so, ah, okay, vielleicht war es doch ein bisschen stressig. Aber halt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, ich fühle mich in dem Moment hart gestresst. Aber passt auf. Also versteht ihr, was ich meine? Okay. Scheinbar nicht, weil ihr antwortet nicht. Das ist auch eine Sache, über die ich halt nachgedacht habe, die ich auch, Waffe verstärken kann ich jetzt rein theoretisch. Umwandeln? Oh boy, was macht, was ist denn der Unterschied zwischen Crude und plus 6? Oder Crude? Anzeige umschalten. Was soll mir das jetzt sagen? Also, nötige Seelen 400, große Scherbe 1 von 9. Benötigt. Für das, was ihr nicht seht. Aber ich verstehe nicht so ganz. Es scheint wohl mehr Sinn zu machen, das auf normal zu lassen. Ja, ich baller jetzt einfach, ist mir egal. Warum kann ich das denn nicht auf höher noch machen? Ich verstehe gar nichts mehr. Okay, cool. Gut, I guess. Jetzt haben wir ein bisschen hochgelevelt, das war jetzt auch nicht teuer. Wir müssen unsere Attribute halt irgendwie stärker ein bisschen hochballern. Mit dem Claymore bin ich eigentlich im Generellen zufrieden vom Moveset her. Und ich weiß auch, dass, also Waffen sind scheinbar ein hitziges Thema in der Dark Souls Community. Weil einige sagen mir, ich soll das Claymore irgendwie weglegen. Oh Gott, oh Gott. Andere sagen mir, das Claymore ist voll geil. Ich bin ehrlich, ich habe mich so an dieses Moveset irgendwie gewöhnt. Ich finde es halt in Ordnung. Es ist vielleicht nicht das Beste, ja, okay, sich ein, aber ich bin relativ zufrieden damit. Auch wenn es halt ein langsames Moveset ist, aber damit kann ich leben. Dementsprechend, ich bin mir im Klaren darüber und das ist vielleicht gut mal, also was heißt mal anzusprechen, als ob ich gerade Schluss mit euch machen würde. nicht das hier. Ja, da. Aber es ist
vielleicht noch mal. Mann, ich klinge halt wirklich wie so eine Pädagogin. Mann, einfach nur, ich kann es nicht jedem recht machen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich muss es ja auch nicht jedem recht machen. Ich muss halt die Movesets benutzen. Und ich bin sowieso immer viel zu schnell abgefuckt irgendwie, wenn ein Spiel mir zu viele Optionen gibt. Weil ich... Also, hättet ihr nichts gesagt ganz am Anfang, würde ich halt immer noch, glaube ich, mit den Banditenmessern spielen und mich fragen, warum ich keinen Schaden mache. Aber ich habe ja auch mehrmals gesagt, dass gut ist, wenn ihr mir Tipps gibt. Ist es auch. Ich bin nur gerade halt zufrieden mit den Claymores. Mit den Claymores, weil ich zwei führe. Wie ein Dumpfbacke. Fuck, wo muss ich lang? Okay. Aber ja, deswegen werde ich erstmal noch weiter mit den Claymores spielen. Und falls wir irgendwas... Nein! Warte auf mich. Anderes finden, was mir vielleicht dann besser gefällt oder wofür ich die Stats habe, was dann irgendwie cooler ist. Wie das Silberritter-Schwert. Das finde ich schon ziemlich geil, bin ich ehrlich. Aber dafür brauche ich 22 Beweglichkeit und ich habe 20. Da hätte ich halt Bock drauf. Auf das Silberritter-Schwert. Und dann gucken wir, wie mir das gefällt, weil Beweglichkeit gibt ja auch. Erhöht ja auch. Meine Abwehr und meinen Schaden. So wie ich das verstanden habe. Von den. Also zumindest ist das das, was ich im Kopf habe. So, passt auf. Ich musste runter, ne? Ist das hier hoch oder runter? Runter, okay. Habe ich das richtig gemacht? Tja, hättet ihr nicht gedacht, ne? Dass ich das jetzt heute noch alles hinkriege. Aber ich bin halt einfach Skillerlin. Und Skillerlin vergisst, dass einfach doch random Tuchmänner hier rumlaufen. Oder Gewandmänner. Die haben auf Gewandtheit geskillt. Habe ich schon mal gesagt, dass ich das Witzigste bin, was mir jemals untergekommen ist? Wurfmesser, Wurfmesser, Wurfmesser. Kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. So. Scheiße, die ganzen Leute, die mich da irgendwie im Hintergrund noch abschlachten wollen. Scheiße einfach drauf. So. Ja, das hätte ich auch gerne, das Bild, bin ich ehrlich. Cheep, cheep. Classic. Wissen die Gemäldehüter davon? Können die sich da... Oh. Ariamis, nicht Artorias. Fast das gleiche. Ich habe mal ein Lore-Video gesehen, wo in Dark Souls 3 irgendwie gibt es ja auch diese Gemälde Malerin. Die Gemäldemalerin. Ach so, haben wir hier... Nee. Wir haben hier nicht natürlich... Mann, Konzentration. In der Nation. So, Lore-Video. Dark Souls 3.
Hi. Wo irgendwie erklärt worden ist, wie das hier mit den Bildern irgendwie abläuft. Und das finde ich ganz interessant. Ich habe wieder die Hälfte vergessen, offensichtlich. Deswegen kann ich hier nichts rezitieren. Aber es war schon verdammt cool. Und ich finde auch, Worldbuilding technisch ist so eine Welt, die du betreten kannst durch ein Bild, sehr cool. Sehr, sehr cool. Aha. Okay. Ja, da ist noch einer. Ich wusste es. Okay, was hast du zerdroppen? Könnt ihr aber aufhören, eure Scheiße zu droppen hier? So. Das wird wahrscheinlich hinterher erst der Shortcut werden, ne? Ja. So, okay. Wisst ihr was? Wir setzen uns hier hin und werden in der nächsten Folge gucken, wie weit wir kommen oder beziehungsweise wie häufig wir sterben, weil jetzt sind wir einmal drin. Wir haben keinen anderen Weg, außer hier durchzugehen. Dementsprechend bedanke ich mich an alle, die bis hierhin geguckt haben und an alle, die mir ein Däumchen nach oben geben, Kommentar schreiben und den Kanal abonnieren. Vielen Dank dafür. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, weil ich hier sehr gespannt bin, wie gut wir hier durchkommen oder ob wir uns jetzt richtig hart in die Scheiße geritten haben. Stay tuned. Ich bin es auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch einen traumhaften Tag, eine traumhafte Zeit. Meine lieben Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, toodaloo und Toodles.